Willkommen auf der Satox. Heute habe ich das erste Volume von Shoujo Mangaka Nozaki Kun für euch. Das hatte ich mir auf der Animagic geholt. Den Charakter habe ich halt schon so oft über Social Media gesehen. Habe aber irgendwie. Na gut, ich habe jetzt nie die krasse Suche angestrengt, rauszufinden, was das ist, aber dann hatte ich das in der Hand und da musste ich es mitnehmen. Das erste Volume von 92, glaube ich. Ach, jetzt reicht es schon wieder nicht weiter auf. Jetzt aber. Und ich denke mal, die nächsten Tage werde ich dann auch endlich mal meine Animagic-Beute vollenden. Auf der Rückseite. Oh, das ist aber sehr, sehr dünn diesmal. Und ein starker Klebepunkt, das ist. Ha. Komisch. Gucken wir mal. Aber ein Hochglanz. Und man kriegt es halt nicht ganz ab. Seht ihr das? Kein anderer Zettel macht das, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Ja. Und zwar geht das Ganze 96 Minuten im Bildformat 16 Zoll in Full HD in den Sprachen Deutsch und Japanisch. Das Tonformat seht ihr hier, Deutsch ist wieder 5.1 wie für KSM üblich. Und dann sind noch deutsche Untertitel mit dabei. Als Extra sind drauf OVA 1 und 2 und dann noch Trailer und Bildgalerie. Dann schauen wir uns mal noch das erste Volume an. Wir sind so noch. Oh Gott, heißt es, glaube ich. Hieß es, glaube ich. Ich vergesse das immer wieder, ich bin alt. Leider. Dann hätten wir hier auch das Innere. Standen die Extras mit drauf? Oder bin ich immer nur blind? Ne? Außer Trailer und Bildgalerie sind jetzt in ausgedruckter Form mit dabei. Ich bleib hier dran kleben. Da haben wir die erste Disc, dahinter ein Waschbär und noch ein paar Charaktere. Und dann haben wir hier noch Artcards dabei. Ja, schön, dass da sowas noch mit dabei ist, was wieder mal draußen nicht drauf stand. Aber über mehr Extras beklagt man sich nicht. Hier ist leider ein kleines bisschen zerdrückt, aber das kann ich noch zurückfangen. Ah ja, was wollte ich sagen? Mein Gott. Die Aufmerksamkeit. Über Extras, die nicht draufstehen, beklagt man sich nicht, aber über Extras, die draufstehen, aber nicht drin sind. Es ist Feierabend, ich bin fertig. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Genießt euren Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.